Hallo meine Lieben, ich habe mir hier kurz was zu essen gemacht, zum ersten Mal gesund und zum Nachtisch ungesund. Darf ich ja auch, wa? Ich darf auch mal ungesund essen, nachgesund. Aber erstmal spielen wir hier weiter. Jetzt tausche ich nochmal kurz. Ich hatte keinen kleineren Teller leider. Nee, das passt nicht. Ist schon gut, dass er da ist. So. Dann geht's jetzt weiter. Komm ja schon. Seht euch die Verteidigung an. Heilige Scheiße. Sie warten hier oben am Tisch. Gib mir mal die Scheiße. Sie am besten selbst. Verschaff dir einen Überblick. Unsere Ziele sind die Geschütze in den Kasematten. Und der einzige Weg führt dann bis an die Zähne bewaffneten Deutschen vorbei. Glaubst du, du kannst das untere Geschütz ausschalten? Ein Versuch wert. Durch den Bunker kommen wir rein. Aber erst voller MGs. Wird eine harte Nummer. Zuerst müssen wir durch das Minenfeld. Der Panzergraben könnte nützlich sein. Na, aber mit einem Hammer. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Mit den Blitzen können wir uns einen Weg durch die Minen bahnen. Und der Bunker wird Hackfleisch aus uns machen, sobald sie die Motoren hören. Wir gehen leise rein, ohne Motoren. In letzter Sekunde springen wir ab. Den Rest macht die Schwerkraft. So erreichen wir den Graben. Und? Ich liebe es. Und am besten gehst du zuerst. Okay, wenn du den Graben erreichst, halte deine Leute bereit. Tommy, kommst du mit? Oh ja, durchs Minenfeld fahren, den Bunker nehmen, Termit an hochexplosiven Waffen anbringen. Kinderspiel, Sarge. Und du machst eine zweite Sonne am Himmel. Wenn unsere Schiffe das Signal nicht sehen und nicht wissen, dass wir gewonnen haben, wird ihr Beschuss uns voll erwischen. Vielleicht geht's nur mir so, aber sollte ich getötet werden, wäre es ein wirklich schwacher Trost, dass es unsere Leute waren. Kann man eigentlich, alles auf 100. Schade. Keine Angst, Chef. Ich werde nach oben zielen. Will ja hoffen für dich. Der Laster ist bereit. Wir sind direkt hinter euch. Jetzt muss ich auch noch fahren? Oh Gott. Richtig so. Bleib bis weiter hinten und warte, das war's. Ich sterbe. Wir haben eine Aufgabe. Raus da. Er ist tot. Einfach treffen und werfen in den Positionsarm. Hoch mit dir. Wir warten auf ihr Zeichen. Bewegung. Kommando an! 3, 2, 1. Angriff! Los, los, los! Wir müssen uns um das MG kümmern! Kopf
unten halten! Da bewegt sich was! Bereit an der Tür! Warten auf dich, Boss! Nimm die untere Kasematte! Ich nehme die oberen! Denk ans Leuchtsignal! Gehen wir! Verstanden, Sarge! Jetzt kommt's drauf an, Jungs! Mir nach! Tommy! Oh. Zieht ihn weg! Wir brauchen die Tür frei! In Ordnung! Halber Trupp! Mitkommen! Der Kopf ist weg! Das Alpin-Fahrzeug reißt uns in Stücke! Brauchen Sperrfeuer! Sofort! Im Halbkettenfahrzeug erledigt! Dann mach was gegen, du Penner. Hinterm Halbkettenfahrzeug bleiben. Gib den MG kein Ziel. Los, schwimm. Ja, ich bin tot. Ich will ja auch nicht hören. Ausschwärmen! Umzingelt das MG! Oh Mann! Umzingelt das MG! Weiter vorrücken, Leute! Hab ich einen den Kopf weggeballert? Geil! Schon der Kopflose. Sehr gut. Nächstes Mal schneller sagen, bitte. Räuchert
die Tür! Achtet auf die Tür! Ausbesser! Evans, geh voraus! Wird gemacht, Sarge! Das Licht ist aus. Ich gebe Deckung, du suchst eine Taschenlampe, Sarge. Verdammt, stinkt das hier! Sarge, da ist eine... Das ist eine Taschenlampe? Weiter voraus. Gnadenschuss. Hier bist du. Sieh dir dieses Monster an. Ja. Eine erledigt, eine übrig. Das war das letzte Termit. Sarge, ich könnte Hilfe gebrauchen. Aber gerne doch. Ja, oh, das war knapp. Warum öffnest du nicht selber die Tür? Du kannst es doch auch, ey. Philipp. Gott, war das knapp. Danke, Sarge. Bei dir ist alles knapp, ne? Stimmt auch dein kleiner, ja, egal. Treppe hier. Granate, runter! Kasematte gesichert. Wie sprengen wir das Ding? Wir haben keinen Termit mehr. Ich werf eine Bangalore rein. Was? Was wirfst du rein? Dass du überhaupt so viel Zeit hat. Hast du die Leuchtpistole, Sarge? Der Beschuss steht bevor. Los! Raus und das Leuchtsignal abfeuern! Sergeant, das Leuchtsignal! Das Bombardement geht gleich los! Verdammt! Das Ding ist hin! Das ist ein schlechter Scherz, oder? Nö. Wo ist Worm? Da! Die untere Kasematte! Beschuss! Runter! Ich hol Webs Leuchtpistole! Bring alle in Deckung! Wir müssen hier weg! Scheiße.
Scheiße. Wo hast du gesteckt? Nichts Besseres zu tun? Ich habe nur auf einen Verrückten gewartet, der den Helden spielt. So, dann schicken wir unseren Jungs mal ein Signal, was? Wir hatten Signal gesendet. Aber den Tag gerettet. Und wir ehrten unsere Gefallenen auf die einzige Art. Durch Beenden der Mission. Du blickst auf deine Soldaten und hoffst, sie sind der Schwierigkeit gewachsen. Dem Unmöglichen. Das Leuchtsignal gab mir recht. Das bedeutet es, ein Anführer zu sein. Alles klar. Bei all den wehenden Fahnen in den Straßen hätte man nicht gedacht, dass die Nazis den Krieg verlieren würden. Doch Hochmut kommt stets vor dem Fall. Und auf Verzweiflung folgt die Dummheit. Kommandant Hinrich Friesinger hatte Novak getötet. Und wir bekamen eine Freifahrt. In Berlin, 45. Wo alles endete. Seit die Alliierten die Strände Europas erstürmt haben, der Führer verlangt von den Deutschen, dass... Sicherheitszentrale des Reichs. April, 5 Uhr morgens. Ich habe den Bericht gelesen. Zweimal. Das Alliierten-Team ist fasziniert. Sie wurden geschnappt. Aber es war... Ey, nicht wirklich, ne? Das ist jetzt nicht wirklich. Da haben sie echt meinen Namen verwendet in dem Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich meinen Namen in einem Spiel finde. Und dann bin ich noch so eine, Alter. Ich fass es nicht. Knapp. Ich will, dass Sie alles über diese Einheit herausfinden. Es wird ein Vergnügen sein. Sie sprechen mit... Kannst du mir nicht angucken. Und berichten ausschließlich mir. Hallo, Hitler. Hopp, hopp. Chlordioxid. Sie denken, es überdeckt den Geruch von Tod. So, rein, rein! Ich sagte, beweg dich! In so einem schicken Scheißloch war ich noch nie. Hat noch jemand Hunger? So, ich bin Hauptsturmführer Richter. Zisch ab, ja? Außer du bist der Zimmerservice. Ich gehe ja schon. Ich habe Fragen an euch. Fragen können wir wohl kaum essen. Ich bin der Kommandierende. Sie sprechen mit mir. Richter war ein offenes Buch. Hochrangige Uniform, keine Orden, Schreibtischhengst. Perfektes Ziel. Umgeben von drei Wachen, bewaffnet. Alles Arschlöcher. Ich studiere die Alliierten seit Jahren, aber eine solche Einheit ist mir noch nie untergekommen. Kingsley, Arthur, Lieutenant. Dienstnummer 2523-2642. Ich erzähl dir was. Ich habe genau einmal selbst mit dem Führer gesprochen. Er hat mir ein Buch empfohlen. Der Untergang der großen Rasse. Von einem Amerikaner. Ein Mann namens Madison Grant. Der Führer hatte nichts als Lob für ihn. Fick Madison Grant und alle Gleichgesinnten. Das Buch erläutert, dass unter enormem Druck oder ungünstigen Bedingungen deiner Art von Menschen weniger schnell abbauen. In dem Moment wusste ich, was ich zu tun hatte.
Rechts vom Jugulum. Unterm Schlüsselbein. Sobald wir alles von diesem rassistischen Bastard hatten, würde ich dort mein Messer ansetzen. Mein Plan nahm Gestalt an. Wir waren gefangen im Keller des Gestapo-Hauptquartiers. Um uns herum befand sich eine Fundgrube an Nazi-Geheimdaten. Projekt Phoenix musste dort irgendwo sein. Und Richter war der Schlüssel. Er dachte, er sei der Vernehmende. Sollte er uns von Nutzen sein, musste er das auch weiterhin denken. Dieser arrogante Nazi in seiner glattgebügelten Uniform liebte den Klang seiner Stimme. Der schwierige Teil war nicht, Richter alles über Projekt Phoenix. Ja, ich liebe auch meine Stimme. Der schwierige Teil war, die anderen zu überzeugen, ihn nicht vorher zu töten. Die Alliierten wussten irgendwie von Projekt Phoenix. Wir haben einen Verräter unter den Offizieren. Nein. Ich habe ihre Akten. Kümmern Sie sich um sie und die anderen Entbehrlichen. Lieutenant Kingsley erwähnte ein Projekt Phoenix. Wohl alliierte Propaganda. Der Neger dachte, er beschütze sein Team. Wohl um sich zu beweisen. Ihn zum Anführer zu machen. Die Alliierten müssen verzweifelt sein. Er sagte, es sei ihre erste Mission. Der sechste Mann sei tot. Ich denke, er lügt. Natürlich. Ich finde die Wahrheit heraus. Ich finde immer die Wahrheit heraus. Wie erfuhren Sie von Hamburg? Ist Tempelhof in Gefahr, kompromittiert zu werden? Ja, Kauf, mach mal. Muss ich wissen. Siskorn. Hier steht mehr auf dem Spiel, als ich Ihnen sagen kann. Aber ich zähle auf Sie, Herr Richter. Ich verstehe. Danke sehr. So. Wir haben euren Freund beim Kugelschleichen ertappt! Also, ich sehe 10 Finger. Das ist schon mal gut. Mir geht's gut. Ehrlich. Hör zu. Sie wissen von Wade. Aber Sie haben ihn noch nicht. Du hast ihnen gesagt, er wurde getötet, oder? Im Zug nach Hamburg. Sie werden es nicht glauben. Aber ich hoffe, es gibt ihm Zeit, uns rauszuholen. Er wird uns nicht holen kommen. Sie hat recht, Kingsley. Wir können nicht auf den Schwachkopf zählen. Bringt mir die Frau. Sie geht nirgendwo hin, Mann. Ach, geh mir aus dem Weg. Los! Alina, ich reiß nicht. Uznai, Josto Moschisch. Alles klar, hab ich verstanden. Mach ich. Stalingrad 42. Jedes Mitglied dieses Teams war bereits ein Held, bevor ihre Akten auf meinem Tisch landen. Gut animiert. Geil sieht's aus. Sagen Sie, seien nur starke Persönlichkeiten, wäre eine riesige Untertreibung. Insbesondere was Petrova anging. Papascha, wo ist meine? Schon wieder? Ich trage das Ding so schon nicht gerne. Und jetzt ist's brennbar. All die Jahre, die ich schießen gelernt habe. Umsonst. Ich sitze im Sanitätszelt fest. Pastoi. Brenne nicht so aufs Kämpfen.
völlig wertlos, wenn du tot bist. Aber dieser Kampf ist wichtig. Du bist wichtig. Du und Misha. Mehr habe ich nicht. Sondere Zustellung. Diego Napomini. Hey, sei nett. Ich bin immer nett. Misha, was hast du da drin? Leere Flaschen? Ich bilde Partisanen aus. Unsere Genossen wissen schon, wie man säuft. Das werden Molotows. Ist es klug, Sprengstoff an Zivilisten zu verteilen? Papaschka, du sagst dich zu viel. Verbringe Zeit mit meiner Familie, oh mein Gott! Sestrucha. Du verletzt mich. Das tust du schon ganz allein. Lebjetschka. Kozio. Jeguschka. Genug, ihr zwei. Wir sind schon spät dran. Setzen! Aber sofort. Na also, ist das nicht nett? Nein. Ein echtes Familienfrühstück. Ja, toll. Bomben und Kugeln, perfekter Start in den Tag. Papa, mit diesem alten Gewehr im Haus bringen sie dich eines Tages noch um. Wer sorgt sich denn da? Also, die Deutschen nähern sich der Front. Willst du etwa dorthin? Nein. Sie sagten, dort wäre ich nicht so nützlich. Deshalb bilde ich Rekruten aus bei der alten Post. Ist sicher schön. Es wäre schöner gewesen, wenn ich eine Wahl hätte. Immerhin darfst du kämpfen. Spar mir dein Immerhin. Genug! Ihr leistet beide viel. Da fällt mir ein, wenn die Dublutki an euch vorbeikommen, schickt sie einfach zu mir. Natürlich, Papascha. Die kommen nie vorbei. Nee. Blin, ich bin später dran, die warten Misha, auf mich. Misha, deine Kiste. Ich schwöre, ohne uns würde er noch seinen Kopf vergessen. Wir sind Heilige. Ehrlich. Naja. Bringen die auf den Weg zu den Sanitätszelten. Du hilfst dem Land mehr, als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn stolz. Jetzt muss ich ihnen die ollen Kiste geben. Familienfoto. Als wäre es gestern gewesen. So viele Medaillen, Vater. Deine Mutter bestand darauf, dass wir sie zur Schau stellen. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du warst ein Naturtalent. Bin hier aber auch egal. Ich vermisse deine Musik. Wir sollten den Sessel ersetzen. Niemals. Ist bequem genug für mich. Pass auf dich auf. Хотите куда? Оставаться тоже нельзя. Он уже успел захватить. Похоже, никто ничего не знает. Каждый день новая информация. Meinst du, die Deutschen dringen in die Stadt vor? Nicht, wenn ihr... Einfach jetzt hier in die Kiste bringen und dann weg. Die neuen Partisanen, die ich ausbilde, werden sie völlig zermalmen. Sehr gut. Viel Glück da draußen. Polina. Zu deinem Bruder aus Schwierigkeiten raus. Unmöglich. Irgendwas riecht hier aber lecker. Oh, Polina, ich habe einen Leib für dich bereitgelegt. Spasiba. Ja, komme später wieder. Was vergessen? Wenn ich dich nicht hätte. Stimmt. Ich komme schon. Ich sollte dich begleiten. Das solltest du wohl. Du kannst besser als jeder dieser Hunde von der Roten Armee. Sprich nicht so laut. Du willst dir keine Feinde machen. Na gut. Nur tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Der macht sich gleich Feinde. Überhaupt nicht.
Du schießt so viel besser als ich. Tja, schade, dass wir nicht tauschen können. Mir würde diese Uniform stehen. Versuch vom Bombenbasteln zurückzukommen. An einem Stück oder in Stücken. Ich bin ziemlich gut darin, Leute zusammenzuflicken. Jawohl. Wegen dir bin ich wieder spät dran. Ich muss über die Dächer. Du bringst dich noch um, wenn du da oben rumkletterst. Dann kannst du sagen, hab's dir ja gesagt. Und jetzt geh. Ich geh. Aber ja selbst schon. Ne, mit seinem Bombengebastel. Ist er jetzt hier wie ein Chartes? Geht's besser, danke. Hast du es schon gehört? Keine Sorge, die Rote Armee macht das schon. Naja, pass auf dich auf. Naja. Okay. Kurz Bein gebrochen. Er ist links vor rechts. Alles klar, dann laufe ich wohl. Stabsärztin, bitte deine Aufgaben zuweisen. Sie ist auf der anderen Seite des Lasters. Mit. Haben wir ja schon. Es geht. Scheiße. Ich gehe jetzt ins Bett. Alles klar, Antia, und gute Nacht. Schneller.
Land. Mehr als dir bewusst ist. Und machst deinen alten Herrn voll. Papa. Du bist nicht verletzt. Hey, geh wieder rein, Mädchen. Stimme kenne ich irgendwo aus irgendeinem anderen Spiel. Ist das nicht Sullys Stimme aus Uncharted? Auf einmal ist alles dunkel. Ihr Nazi-Schweine, ich bring euch alle um! Papa! Das war ein Fehler, alter Mann! Lass mich! Wir müssen Papa helfen. Komm nur rein. Ich hab den nicht gesehen, Scheiße.
Bitte lieber die. Papa. Meine kleine Nachtigall. Ich hätte hier sein sollen, Papa. Ach komm, Pflaster drauf und dann. Ihr passt gut aufeinander. Nicht überlebt. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt sterben alle in den Krieg.